Hey Leute, herzlich willkommen zum neuen Video hier auf meinem Kanal oder auch nicht auf meinem Kanal. Also Mama hat mich eben aus der Schule abgeholt. Ich habe hier auch noch meine Schulsachen und so alles dabei. Ich habe nämlich Mathe aber eine A wieder bekommen. Ich habe da eine 3 geschrieben und auch noch mündliche Noten bekommen, habe ich eine 3 plus in Mathe geschrieben. Mündlich habe ich eine 3 plus. Und wie ihr das machen musstet. Ihr musstet selbst. Wir hatten einfach so einen Zettel bekommen und da mussten wir dann schätzen, was wir da haben in der Arbeit. Und auf jeden Fall, weil ich so gut in Mathe war jetzt, fahren wir einfach mal zu McDonald's. Eigentlich sollte es sogar kein Video werden. Eigentlich sollte ich auch gar nicht zu McDonald's fahren, das ist alles ein bisschen random gerade. Aber auf jeden Fall fahren wir jetzt zu McDonald's. Wir nehmen auch nochmal für Max und Christi was mit. Davon wissen die auch nichts. Vielleicht essen die schon was. Einfach mal machen, weil ich habe Mama auch gesagt, eigentlich brauchst du da kein Video, aber warum nicht? Ja. Wir sind jetzt auf dem McDonald's Park schon angekommen. Max und Christi wissen davon noch nichts, aber ich glaube, ich weiß so in der Art, was die ungefähr haben. Auf jeden Fall irgendwas ohne Fleisch. Ja. Für Papa können wir vielleicht Chicken Wings mitnehmen, wenn die welche haben. Ja, aber ich glaube, die haben das schon lange nicht mehr. Ich muss gucken, lass mal gucken. Das war nämlich dein Lieblingsessen immer. Ja. Start klar? Ja. Was haben wir denn da? McDonald's Reste? Nein. So, wir sind da, Leute. Mal gucken, was der Rest der Familie gleich dazu sagt, weil die nämlich gar nichts davon wissen. Null. Also die ahnen das nicht einmal. Jetzt immer bestellen. Zu mit dem denn? Ja, zu mit dem, bitte. Ich bestell erstmal nur für dich. Wir arbeiten nicht erstmal dich ab. Okay. Ich denke dann nach den Rest. Was würdest du? Menü? Ich weiß wie. Also, so. Okay. Und bist du schnell? Ich kann das halt auswendig. Echt? Weißt du schon, wo was liegt? Oder wo was ist? Ja. Und noch ein leckeres Salat brauchst du. Vitamine. Das schmeckt dir nicht. Das schmeckt dir nicht. Nein, zu Hause schmeckt der auch nicht, ne? Der Salat? Nein, das schmeckt wirklich gar nicht. Ich, gar nicht. Eis muss immer mit. Ich glaube. Fertig? Ich hab Hunger. Ja, bestell den halben Laden, ja. Mach es. So, dann fertig. Fertig? Ja. Also du hast jetzt, zeig noch was die Bestellung mal an. Oh mein Gott, wie viel? Wie viel nimmst du bitte? Ey, jetzt ist weg. Die hast du letztes Mal nicht geschafft, deine 20 Chicken Nuggets, die waren zu viel. Halb. Die am nächsten Tag nicht das gegessen, oder? Nee, die schmecken doch gar nicht mehr. Ja, noch trinken, Fanta. Okay, also jetzt fertig. Sag mal ganz kurz mal deine Bestellung. Du bist schon bei 10 Euro. Bei 20 Euro für dich nur? Ja. Was macht der? Zeig mal. Das ist alles deins? Ja. Na gut, jetzt nehmen wir Max und Christi vielleicht zusammen dann, ne? Ja. Ich weiß nicht. Okay, wir bestellen mal irgendwas Vegetarisches. Die hatten, glaube ich, immer diesen McLean-Burger. Die hatten das. Nee, warte mal. Als Menü. Die hat nämlich die genau, Curly die Fries. Ich schon mal gesehen. Sour Cream, glaube ich, hatten die. Safe. Würde ich sagen, ja. Was trinken? Cola. Cola geht immer. Wir haben trinken, ja. Ja, aber. Ich würde normal die mitnehmen für Chris oder so. Ach, wir haben trinken. Na gut. Aber nicht nur einen Burger, ne? Wir brauchen dann, wenn dann zwei. Für beide. Zweimal das Menü einfach. Achso, ja, okay. Dann ja, können wir auch safe einmal nehmen. Achso, na gut. Okay. Wollen die Eis oder so? Wahrscheinlich nicht mehr. Trinken die nicht Milchshake, Max? Mochte doch mal Milchshake. Nicht mehr. Nicht mehr? Eis? Der trinkt das ja auch nicht. Irgendwas mit Schokolade hier, irgendein Muffin oder so? Für Christi, warte mal, ich überlege. Christi wollte trinkt immer. Nee, die isst immer. Was isst sie denn? Ja, nein, die essen die Eis, die essen immer nur das. Echt? Was ist zusammen? Was ist mit Tasche? Hier so eine Apfeltasche oder. Essen die auch nicht. Essen die nicht. Achso, na gut. Was ist zusammen? Das weiß ich gar nicht. Ich will auch unseren Burger, glaube ich. Den? Ja. Nee, doch, das Menü, ja. Wir müssen gleich mal gucken, da. Curly Fries auch. Ja, genau. Wir können es auch noch Curly Fries von denen aber nehmen, ne? Die haben 4 Stück, das ist zu viel. Warum haben die 4? Weil ich ja pro Menü 2 habe und ich habe das Menü mal 2 genommen. Ach so, oh mein Gott, ja gut. Dann für mich. Das ist der zweite. Einmal Curly Fries, was noch?
Trinken. Ja, trinken. Fanta. Ich hätte gerne Fanta. Kannst du uns mal die Bestellung anzeigen, wie viel wir da alles haben? Soll ich mal ein Foto davon machen, damit wir wissen, ob das alles da ist? Weil letztes Mal wurde was vergessen. Achso, okay. Oh, krass. Und das ist alles für uns dann? Also, da müssen eine Pommes sein, zwei Cheeseburger, also Mainz Cola, das. Für euch müssen. Für euch müssen. Fünf Curly Fries, zwei, drei McPlant-Burger und drei Getränke. Okay. Wenn das fehlt, dann. Na gut, dann. Schick mal die Bestellung. Nee, Karte. So, das hier ist einmal. So, das ist einmal jetzt die unsere Bestellung. Bestellung. 43 Euro. Ja. 65. Krass. So, wir hatten gerade eine kleine Auseinandersetzung, ne? Weil Ash meinte, wieso, wir kriegen jetzt vier Getränke. Ich dachte auch. Ja, aber wir haben Curly Fries. 1, 2, 3, 4, 5. Fünf Nuggets. Okay, dann hast du die ganzen Soßen hier. Also wir gucken einmal ganz kurz, ob alles dabei ist, einfach mal. Komm jetzt. Bevor wir gleich zu Hause sind. Ja, ist alles. Du hast alles im Griff? Ja, ist alles im Griff. Na gut, also jetzt geht's nach Hause, Getränke, Eis und Wasser. Ja. Na gut. Okay. Abflug? Ja. Hunger. Das ist das Tag. Mhm. So, wir sind zu Hause, sind gespannt gleich. Wir haben jetzt oben geklingelt und unten geklingelt. Wer uns zuerst aufmachen, ne? Ja. Guck mal, Max. Hi. Sehe ich das richtig? Ja. Guck mal, Papa. Was hast du Mama dafür versprochen? Er hat eine gute Note geschrieben, Mama. Mathe. Was hast du geschrieben? Eine 3. Wo? 3 plus Mathe? Ja. Also 3. Alles gut? Mama? Dafür kriegst du so ein fettes McDonalds-Essen? Ja. Mama hat gerade für dich den Tisch gedeckt und das Essen schon hingestellt. Also er hat mich wirklich vollgequatscht. Mamas Idee. Hör mal. Das war deine Idee. Aber wir haben euch was mitgebracht. Was hast du denn eigentlich früher gekriegt? Du müsstest ja LKW-weise das Zeug kriegen. Ja, ne? Wenn man für eine 3 schon so viel kriegt. Ja, nein, das ist hätte ich früher für eine 3 sowas bekommen, ne? Der hättest du nie für eine 3 geschrieben, ne? Ja, vielleicht hättest du dann 2 und 1 geschrieben. Ah, die hattest du ja auch. Ja, genau. Was hast du denn nur gekriegt früher, wenn es für eine 3 McDonalds geht? Max hat gar nichts bekommen, glaube ich, oder? Nette Eltern. Oh, nette. Oh, süß, ne? Echt? Wieso bist du so groß, Mann? Was hast du für uns gedacht? Ja, ja, alles. Wir haben Schnucki für dich haben leider nichts, weil da gab es nichts. Ich kenne ja mein Leben, ne? Ich weiß ja, ich spreche nie was ab. Ist eine gute Idee gewesen. Ja, ja, ne? Also wir haben veganen Burger. Lass mal rein erstmal. Also wir haben übrigens beschlossen, dass wir das als Tip-Top-Video einfach nehmen, weil hast du es angeboten. Das ist auch noch alles. Ja, also Getränke. Oh mein Gott. Wir wollten ihn einfach warum überraschen. Ist das Eis schon leer? Ja, weil Ash unterwegs Hunger hatte. Und Papa hat ein Tisch hier vorbereitet. Schnucki, was war das für ein Karton hier? Meins, das war Shampoo. Und Papa hat jetzt den Tisch vorbereitet? Nein, das war Mama. Das war ich. Ach bevor so. Ich ihn abgeholt habe, er hat mir geschrieben. Guck mal, ich weiß, warum du den Tisch vorbereitet hast. Guck mal, da ist ganz viel Salat, damit wir noch mehr Salat und Knobi auf unsere Burger machen können. Ein bisschen gesünder machen. Mhm. Das kann alles wegbestimmt. Das reicht doch, wenn ihr mit der Tüte auf euer Zimmer geht. Und dann haut euch das rein. Das gute Essen. Ja, ich sehe mich so mit Knobi noch drauf, mit dem noch extra Gemüse. Ja, ne? So sehe ich mich mit extra Gemüse und Knobi drauf. Also, du willst ja nichts. Aber kurz Unboxing hier. Ja, McPlant. Ja. Oh mein Gott. Wir haben auch Teneriffa, by the way. Ja. Cheeseburger. Was kostet ein Cheeseburger bei uns hier? Ash, was kostet 1,59, glaube ich. 1,59? Oder? Was habt ihr mit? Da kosten hier 1,50. Ah, okay. Also, ich glaube, es sind eher günstiger. Muss auch erst auf die Insel geflogen werden. Ja, genau. Chris und ich haben uns einfach Cheeseburger bestellt, aber Fleisch weggenommen. Da könnte man aussuchen, ohne Fleisch. Oh nein. Das heißt ja das Gleiche so, aber wir haben es mal probiert und das ist eigentlich echt geil. Ohne Fleisch? Hatten ja, die gar nichts Veganes oder Vegetarisches? Nee, das ist ja mega. Subway hatte richtig geile vegetarische Sachen da. Das war ultra geil. Wir haben hier ein paar Curly Fries, ne? Also genau, wir haben 5 mal Curly Fries. Ey, warte mal, ich nehme die Tüte hier einfach mal. Ja, genau. Und dann können wir damit nach oben gehen. Oh, für die Sauce-Crunch. Das ist eine sehr geile Überraschung, muss ich ehrlich sagen. Wir sollen dich grüßen von dem Mitarbeiter von McDonalds. War das der? Ja, der. Der schon öfter da war? Ja, genau. Er sagt immer, grüß deinen Bruder von mir. Der denkt auch, wir leben von denen. Ja, ey. Das ist schlimm. Ich wollte 3, 4, wie viel? Wollt ihr haben? Gib mir. Ich wollte 1. Was hat das alles gekostet? 43 Euro. Hä? 43 Euro.
5 Burger, ja. Pommes, wie viel Salat 6 Curly Fries. Fries. Ja, ich weiß schon, aber das ist halt McDonald's. Und wir haben übrigens gesehen, wie sie die Burger machen, ne, Ash? Und? Lecker, ne? Ich habe mal gesagt, ich esse nichts mehr von McDonald's. Aber hier sind wir rausgefallen, das ist wahrscheinlich. Ja, ist ja nicht schlimm. Nehme ich jetzt die Reste oder wie? Oder bekomme ich die Reste? Da ist eine ganz rausgefallen. Mhm. Ah ja. Das meine ich. Na gut, oh, war so, okay. Sah das so schrecklich aus, wie die Burger machen? Sie haben es mit den Händen gemacht. Also mit ohne... den Sand, mit den Füßen? Nein, aber ohne Handschuhe. Ja, doch... Die sind doch gewaschen, die Hände. Ja, das hoffe ich ja mal. Und echt so, wieso so Fastfood ist so normal? Das machen die meisten oder nicht? Ja, ne? Ich dachte, die haben Handschuhe an, aber nein. Die, haben noch, die meisten haben so eine Kappen drüber. Oder manchmal. Ja, ja. Weiß ich gar nicht mehr. Na gut, also ist die Überraschung gelungen. Absolut. Ja, jetzt haben wir sogar, hör mal, wir haben jetzt ein Video ohne euch gedreht sozusagen. Na gut, jetzt seid ihr ein bisschen mit dabei. ja, also Ash hat Hunger. Ja, Alter, ich bock richtig. Könnt ihr gerne morgen nochmal machen. Ja, ne? Ash, du musst also, morgen musst du in Bio eine gute Zensur schreiben. Also das geschrieben kann haben. Kann ich dir nicht versichern. Tatsächlich nicht. Nein? Nein. Also hier haben wir das kann ich dir nicht sagen. Nee, also das heißt jetzt, wenn er keine gute Zensur schreibt, dann gibt es kein McDonald's. Nichts zu essen. Nein, dann genau. Dann gibt's. Wenn er erst eine 1 bekommt, was kriegt er dann dafür? Ja, das ist eine gute Frage. Genau. Fliegen wir einmal nach Hawaii? Ja, genau. Teneriffa war geil, kann ich dir empfehlen. Ja, gut, also wir essen jetzt und beenden, würde ich sagen, das Video jetzt. Ne? Schuki, für dich habe ich Salat. Ja, Salat. Ich muss noch Dönerfleisch anbraten. Brauchst du nicht, ich esse nur Salat. Ach so, na gut. Guten Appetit, also guten Appetit, guten Appetit und genau, bis zum nächsten Mal. Ja. Ciao. Ciao. Tschüss. Hast du mit Ciao gesungen? Ja, echt. Ciao.